Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Im Hintergrund seht ihr heute mein bestes Gameplay seit 2014, würde ich sagen. Also von dem zumindest, was am Ende auf dem Zettel steht. Das ist ja immer die Frage, was ist ein gutes Gameplay? Wobei, ich hatte das Mörder-Aim in dem Gameplay. Ich habe nicht eine Kugel, glaube ich, veraimt. Und ich hatte, ja, es war einfach ein nices Gameplay so. Es ist nämlich, also die zweite Art des Gameplays, was ich gerade noch sagen wollte, ist, es gibt immer so, wie ist es erspielt vom... Vom Aim her und so, wie gesagt, ist gut, aber das Wichtige ist für mich ja bei einem Gameplay, also nicht das Wichtigere, aber auch wichtig ist, was steht auf dem Zettel am Ende unten, also was ist das Ergebnis? Im Fußball ist ja auch so, eine Mannschaft kann geil gespielt haben und trotzdem verloren haben und das Ergebnis war dieses Mal eine Double Nuclear und ich habe seit 2014 safe in BO2 keine Double Nuclear mehr gespielt, weil ich einfach nicht drauf gegangen bin. Ja, ich bin nämlich mit Anton gerade schon fleißig am Aufnehmen für den Mai, für den COD-Mai. Und wir haben jetzt schon einige Videos am Start. Richtig, richtig geil, Leute. Wirklich jedes Video zusammen. Immer richtig viel Aufwand. Das wird so, so geil, der Mai. Ich wollte nur sagen nochmal, das ist jetzt nochmal hier der letzte. Heute ist der 29. Das ist mal der letzte Aufruf. Das ist ab dem 1. Mai mit Daily COD-Videos auf unseren beiden Kanälen losgehen wird. Das ist doch die geilste Neuigkeit überhaupt. Wir haben uns ein bisschen als Ziel gesetzt, COD wieder ein bisschen wiederzubeleben und das ist auch unser deklariertes Ziel am Ende sozusagen dieser Zeit. Man muss dazu natürlich sagen, wir wollen es auch gar nicht so auf den machen, es soll wieder werden wie früher, denn wir haben sowas früher noch nie gemacht. So viele Videos von uns beiden gab es nie, nicht mal als wir zusammen gewohnt haben, nie. So viele Videos von uns beiden zusammen gab es nie und das ist doch mal geil. Also dieses, ja, es soll werden wie früher, nein, es soll einfach jetzt eine geile Zeit werden mit den alten Spielen, mit den neuen Spielen, das ist doch nice. Fortnite wird diesen Monat nicht kommen, aber dass jemals wieder Fortnite kommt, würde ich nicht ausschließen, Leute. Also falls ihr mich nur wegen Fortnite abonniert habt, würde ich dranbleiben, weil diese Videos sind trotzdem, die sind einfach, ihr werdet sehen, es gibt zwei Arten von COD-Videos in Deutschland. Es gibt einmal COD-Videos und es gibt COD-Videos von Barca und Scorpion in der Kombination, Leute. Guckt mal bitte an, wie schlecht die Gegner in diesem Gameplay sind, auch wie das auf dem Scoreboard aussieht, also wie ultimativ wack, das sind die schlechtesten Spieler, gegen die ich je gespielt habe. Und ich zeige euch das Gameplay aus folgendem Grund, weil es ein Antons Video nämlich ist, also und das heißt, da es in seinem Video ist, gab es meine Sicht nicht zu sehen, aber da das Gameplay so gut ist, wollte ich es euch trotzdem zeigen und deswegen habe ich es jetzt dann nachträglich aufgenommen sozusagen. Und ich hatte wirklich den heftigsten Lachflash seit mindestens einem Jahr. Ich habe so geheult vor Lachen. Ihr werdet es in Antons Video sehen. Es ist so geil, Leute. Ich habe wirklich geweint vor Lachen wegen einer Lobby, weil ich nicht glauben konnte, was wir 2018 für eine Lobby bekommen haben. Aber also man muss trotzdem den Killerinstinkt haben. Ich kenne so viele Leute, die können es in diese Lobby werfen, die würden da keine Double Nuclear machen. In dem Fall hat sogar Anton nicht meine gemacht und ich hatte auch doppelt so viele Kills am Ende. Weil wenn du diesen Flow hast, und da brauchst du wirklich diesen Nuklear-Killer-Instinkt. Und auch wenn ich vielleicht nie der allerbeste Spieler war, hatte ich den immer. Ich habe, glaube ich, meine Spielzeit, ich habe allein heute, wie viele Nuklears habe ich gemacht? 5, 6 Nuklears. Und das in verschiedenen Spielen. Also ich glaube, dass ihr euch auf jeden Fall auf einiges freuen könnt. Ich habe auch noch nie so viel COD gezockt im Moment. Und ich habe noch nie so viel mit Anton seit Jahren Kontakt gehabt. Und das wird so eine geile Zeit, Leute. Freut euch auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, das Gameplay im Hintergrund hat mir auch, es war schon mein erster Step, wieder in diese Richtung zu gehen, das Ganze cool aufzuziehen. Den Skill haben wir auf jeden Fall beide nicht verloren. Ich glaube, COD ist wirklich wie Fahrradfahren, Leute. Ich glaube, man kann es gar nicht zu 100% verlernen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer da sitzt und sagt, oh, jetzt habe ich 2 Jahre COD nicht mehr gespielt, jetzt treffe ich auch keine Kugel mehr. Worüber ich jetzt gerne ein bisschen reden wollen würde, ist sozusagen dieses Ding, dieses Mammutprojekt, was ich mir jetzt für den Mai vorgenommen habe und warum ich das getan habe. Ich habe ja quasi, als wir hier ins Hashtag Penthouse gezogen sind, gemerkt, okay Marcel, du hast dieses Jahr auf dem Hauptkanal noch kaum Videos gemacht, du willst jetzt mal wieder richtig schön durchziehen. Und ja, dass es dann so krass wird, hätte ich nicht gedacht, dass das Feedback, ich weiß nicht, welches letzte Mal so ein positives Feedback hatte, sei es von Bewertungen, sei es von Aufrufen, es ist ja komplett gestört. Ich hab die letzten Tage teilweise 500.000, 600.000 Aufrufe an einem Tag dazu bekommen. An einem Tag hat ganz Hannover zum Beispiel, hat 500.000 Einwohner, ein Video von mir geschaut, beziehungsweise meine gesamten Videos. Und das ist einfach krass, Leute. Und da wollte ich mich einfach mal für bedanken. Das ist nicht selbstverständlich. Aber ich messe den Erfolg nicht an Zahlen, weil
Das bringt nichts. Zahlen sind vergänglich. Zum Beispiel wurden heute bei mir 1000 Abos gelöscht. Einfach von, das passiert manchmal. Ich müsste mich darüber ja eigentlich voll aufregen, aber ich tue es nicht. Weil ich weiß, das Einzige, was ich leisten kann, ist einfach viel hochzuladen, unterhaltsame Videos zu machen. Und das ist so die Sache, für die ich zurzeit krass einstehe. Und es kommt, wie gesagt, so gut an. Das Feedback ist durchweg positiv. Die Kommentare sind geil. Die Bewertungen sind geil. Es ist wirklich der Wahnsinn. Hätte ich selber nicht für möglich gehalten, dass es nochmal so krass wird. Und deswegen gibt es auch diesen Monat jetzt ein bisschen. Ich habe das auch auf dem Hauptkanal schon angesprochen. Ich habe mir wirklich vorgenommen, als ich wieder hierher gekommen bin, also als ich hierher gekommen bin ins Penthouse, A, durchzuziehen generell, mein Bestes zu geben und B, dass die Zuschauer die COD von mir kennen und sehen wollen, wieder auf ihre Kosten kommen. Und es ist mir auch scheißegal, sogar wenn jetzt im Mai jedes Video nur 30.000 Aufrufe bekommt. Ey, das ist halt so. Dann habe ich halt 30.000 Aufrufe pro Video, aber das ist einfach eine Sache, die ich geil finde, da stehe ich total hinter. Letztendlich wird es eh mehr sein, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach so, ich möchte wieder vom Gefühl her mehr YouTuber sein und das beweise ich mir gerade, dass ich es kann, dass ich jetzt den Marcel Scorpion Kanal, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer es schon mal geschafft hat, von 2 auf 13, 14 Millionen Views, die es Ende des Monats sein werden, einfach so zu kommen, einfach weil er gesagt hat, ey, ich ziehe jetzt mal durch. Und das geht nur mit meiner Community, weil ihr der absolute Wahnsinn seid und immer hinter mir standet, auch wenn ich mal, also ich rede jetzt natürlich mit den Leuten, die es waren, aber es waren halt 95%. Man kann ja zum Beispiel sehen, ich habe auf beiden Kanälen, genau, das ist lustig, ist sehr ähnlich, ich habe bei beiden Kanälen eine insgesamte positive Bewertungsrate, also All-Time von 95%, also 95% haben meine Videos immer geliked, das heißt, ich hatte nie eine Hate-Welle oder so, das ist so gestört, 95% und die anderen 5% schieben wir mal hier ganz beiseite, scheiß mal auf die, ich weiß einfach, dass da gerade Leute zuhören, denen ich das alles zu verdanken habe und ihr bekommt diesen Monat zurück und ihr bekommt nächsten Monat 60 Videos von mir, was für mich eine mental extrem schwierige Aufgabe wird. Es wird unglaublich schwierig für mich, mich hinzusetzen und das durchzuziehen, denn es ist nicht immer ganz so einfach, auf Ideen zu kommen, es ist nicht immer ganz so einfach, die Sachen dann umzusetzen, aber Leute, die Motivation ist da und das ist sozusagen das A und O. Wenn die Motivation da ist, dann ist der Rest easy. Die Motivation ist da, ich habe einen geregelten Tagesablauf, ich stehe auf, ich mache halt nur noch YouTube gerade, also wirklich, ihr könnt meine Freunde fragen, wie selten ich mich gerade noch, wie wenig Zeit ich gerade noch für die habe, beziehungsweise wie wenig Zeit ich mir auch nehmen möchte. Es ist eine aktive Wahl. Ich will nicht in diesen Modus kommen, wo ich dann wieder sage, ah ja, heute Abend können wir gerne was zusammen machen und ach, dann lasse ich das Video von morgen ausfallen. Nee, das ist jetzt gerade nicht. Und das war auch bei mir noch nie so. Immer wenn ich mir gesagt habe, ich ziehe durch, das ist auch nur bei YouTube so. Ich war in der Fahrschule das faulste Schwein, ich war in der Schule das faulste Schwein. Dass ich Abi habe, ist ein Wunder eigentlich, wirklich. Und muss ich mal vorstellen, YouTube war immer anders, weil ich diese Chance einfach gesehen habe. Und ich habe die ersten Monate dieses Jahres wirklich diese Auszeit gebraucht anscheinend, um jetzt wieder voll angreifen zu können. Ich kann es. Und das ist so, so unglaublich wertvoll, Leute, wirklich. Und ich war, keine Ahnung, ganz 2017 war ich mit Scorpion Plays todeszufrieden. Krass zufrieden, wirklich. Es war gestört, wie zufrieden ich mit Scorpion Plays war. Bei dem Hauptkanal, aber zeitweise nicht. Ich bin immer nur, also ich bin eigentlich, mit meinen Videos bin ich immer zufrieden, weil ich letztendlich weiß, dass diese Videos echt unterhaltsam sind. Und das ist halt eine Sache, die ist für mich, das klingt vielleicht ein bisschen kacke. Aber ich weiß, dass ich zumindest immer alles gegeben habe und mich nicht umsonst 1,3 Millionen Leute abonniert haben. Und deswegen bin ich einfach der Meinung, die Videos sind unterhaltsam. Und das Feedback sagt es ja auch, aber man muss sich immer wieder in den Kopf rufen. Ich bin nur immer unzufrieden, wenn ich nichts hochlade, weil dann weiß ich, dass dieses Potenzial, diese Chance irgendwie vergeben wird. Und deswegen ist YouTube mein Leben und das soll einfach jeder wissen. Ich schreie es hier sozusagen heraus. Und dann ist das Gefühl eben noch geiler, wenn du halt dich hinsetzt. Mittlerweile mit einem Controller, wo dein eigenes Emblem drauf ist und eine Double Nuclear einfach erspielst. Und allen beweist, dass du das auch noch kannst und dass du das auch noch willst. Und das ist einfach total krass, Leute, wirklich. Und ich will einfach, dass ihr wisst, dass der nächste Monat der geilste Monat überhaupt wird. Weil es ist ja oft im Leben so, man guckt zurück und sagt, oh, damals war es geil. Ich will, dass ihr euch jetzt aktiv hinsetzt, sozusagen, und euch drauf freut. Und Vorfreude ist wirklich die schönste Freude. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der Vorfreude so sehr zelebriert wie ich. Und jeden Tag wird ein Video kommen von Anton, ein einzelnes Video von mir. Wir laden nicht mal das gleiche Video hoch, wir laden jeweils komplett eigen. Wir nehmen nicht mal gleichzeitig auf, damit keine Szene doppelt ist. Wir machen uns quasi alles von vorne bis hinten, jedes Video unterschiedlich und das ist unser Ziel. Und wir wollen wirklich diese Scorpion-Barsa-Magie, die besteht, Leute, es ist kein Witz. Also wenn ich mit Anton aufnehme, allein diese Dynamik, die ich empfinde, während ich mit Anton aufnehme, das kann ich mit niemandem anderen.
Es gibt noch einen, mit dem ich da nah dran komme, das ist Sweezy. Aber diese genauso, das ist genauso dieses zwischen Anton und mir, das geht nur mit uns beiden. Und ich glaube auch, dass wir nicht umsonst damals als Duo so gehypt waren. Und dass wir dann auseinandergezogen sind und so weiter und so fort, war wichtig für uns beide, weil wir haben uns definitiv nochmal weiterentwickelt. Wir sind definitiv nochmal einen Step ja, nach vorne gegangen. Aber ich denke mal, Leute, dass ihr sehen werdet, dass wir immer noch vor der Kamera extrem, extrem gut harmonieren. Und das ist auch hinter der Kamera, muss ich sagen, Anton hat sich für mich extrem weiterentwickelt, habe ich ihm heute sogar selber gesagt. Ich finde, er hat einige schlechte Eigenschaften, die er früher hatte, deutlich improved und ist jetzt wirklich, er ist zuverlässig, er hat extrem Bock gemacht, wir haben so Spaß, ich freue mich jetzt, wann habe ich das letzte Mal gesagt? Ich freue mich gerade extrem darauf, morgen wieder mit ihm aufzunehmen, die nächsten Videos zu produzieren. Das geht wie am Fließband, Leute. Aber es ist kein scheiß Fließband. Es ist ein geiles Fließband. Es ist qualitativ hochwertig. Es ist geil. Es macht Spaß. Es ist super. Freu dich auf die nächsten Tage, Leute. Ich denke mal, das war ein sehr, sehr motivierendes Video. Zumindest für mich selbst. Also Marcel, guck dir das Video nochmal an, wenn du irgendwie Motivationstief hast. Danke für alles, Leute. Ich liebe euch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.